Herzlich willkommen zurück zu Superland mit Arisu. Ich bin Arisu. Und an einer anderen Stelle als ich. Achso, hier. Okay, ja, hier geht's lang. Ja, wir sind weiterhin hier, wo wir nicht weiterkamen. Vorerst. Keine Sorge, wir werden schon irgendwann weiterkommen. Ich weiß ja nur nicht wann. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich hier durchkommen sollte. Wir können hier natürlich hoch. Bringt uns nur leider nichts. Heute machen wir eine kurze Folge, weil ich schon wieder am Tag des Hochladens aufnehme, was immer ein bisschen knapp ist. Ich brauche mal wieder einen Tag, an dem ich ein bisschen Vorlauf schaffe. Bei Superland stört es ja auch keinen, wenn es ein bisschen weniger ist, weil es wirklich so gut wie keiner guckt. Also, da habe ich dann kein so schlechtes Gewissen wie bei einer Tomb Raider-Folge zum Beispiel. Ja, das hier aktiviert das. Damit springen wir hier rüber. Ich nehme an, dann kommen wir da hoch und können dann dort hin hopsen. Das heißt, das ist ganz am Ende. Der erste Schritt wird wahrscheinlich wirklich sein, das hier zu lösen. Ich weiß nur nicht, wie. Und das ist ein Problem. Tja. Wir können uns hier eben auch nirgends festhalten. Oh, Moment mal kurz. Das ist eventuell etwas, an dem wir uns festhalten können. Nee, okay, das ist das Rohr und an den Rohren können wir uns nicht festhalten, weil sie aus Metall sind. Das wird nichts bringen, aber ich probiere es mal trotzdem. Wir schicken das hier rüber, so. Wir verbinden die beiden und machen mal das Zusammenziehen hier. Irgendwas wird schon bringen, ne? Ich weiß nicht genau, was es bringen würde, aber hiermit bekommen wir einen Holzklotz, ne? Der da reinfällt und dann nichts weiter macht, ja. Also zack und zack, wir können es verbinden. Ja, und das war's. Mehr können wir hier nicht machen. Und wenn wir das losschicken, beides, dann unterbricht das hier eben. Ich kann es hier hinten nicht festhalten. Also, Moment mal, ich habe eine Idee, die eventuell funktionieren könnte. Wenn die Dinger auf einen Force Cube stoßen, dann unterbrechen sie. Was, wenn jemand an so einem Force Seil zieht? Und da bricht es dann auch. Erst einmal, da bricht jetzt gleich das Seil ab. Ne? Oh, oder nicht? Okay. Das ist... ja, aber nicht so interessant. Also, es war interessant, das mit anzusehen, aber ich denke nicht, dass das irgendwie tatsächlich geholfen hätte. Ne, okay, darauf reagiert das nicht weiter. Also dieses Seil hielt jetzt erstaunlich lange. Bringt uns das irgendwas? Ich meine, wir können uns auf das Seil stellen. Aber es bricht hier ab. Das bringt uns nicht wirklich was. Gucken wir uns an, wie das aussieht, wenn wir genau das Gegenteil machen. Also das hier losschicken. Die fahren sehr, sehr langsam. Das heißt, ich denke eigentlich, wir brauchen hier irgendwie Timing. Ja, also beides lossenden wahrscheinlich, dann... Ja, was dann? Ich komme eben hier nicht hoch. Ich kann mich ja auch nicht ans Seil dann hängen.
Okay, gucken wir uns das nochmal an. Wir schicken. Also, wir schicken das hier los. Wenn wir die von hier aus losschicken, dann bricht das direkt ab. Allerdings, wenn wir von dort hinten losgehen, dann haben wir hier die, die freie Fläche, wo wir theoretisch den, das Seil langziehen können durch. Moment mal kurz. Das drückt dort die Kiste durch. Hm. Wir müssen da gar nicht rein. Und da kommt... Ja, okay, da kommt unsere Kiste. Sehr schön. Okay. Viel zu kompliziert gedacht, wie es aussieht. So, hier haben wir unsere Kiste. Ich weiß noch nicht, was ich damit mache. Na. Ah, Moment. Das funktioniert, ne? Oder auch nicht. Okay. Okay, wir hatten da hinten noch was anderes, ne? Tragen unsere Kiste hin und her. Da oben hätten wir was, wo wir eine Kiste eventuell gebrauchen könnten, aber wir müssten sie erstmal hochbringen und das können wir nicht so einfach. Ja, hier haben wir den Supraball, bei dem ich noch nicht weiß, wofür ich ihn brauche. Ne, hier komme ich auch mit der Verlängerung nicht weiter. Gut, dann gehen wir... Hm. Okay, wozu brauchen wir diese Kiste? Das hier wirkt eigentlich wirklich offensichtlich, ne? Aber das ist es nicht. Moment, klar, wir müssen ja nicht... Wir müssen es nicht permanent aktiviert lassen. Es reicht, wenn wir es im richtigen Moment aktivieren, ne? Wo? So, und... Okay, wunderbar. Und... Ui! Okay, wunderbar. Und was nun? Nun packen wir hier einen Force Cube drauf. Wunderbar. Nicht so wunderbar, das hat nicht geklappt. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, der Force Cube ist runtergefallen. Aber wir machen Fortschritte. Fortschritte sind gut. Und hopp. So, wir packen den Force Cube erstmal dorthin, weil er sonst im Wege steht. Okay, der Force Cube blockiert die Lichtschranke. Sehr schön. Ich weiß nur leider nicht, was... Ah, das öffnet direkt diese Tür. Sehr schön. Hallo, Mr. Rätsel. Mit dem Beam kannst du jetzt in Blueville reinkommen. Folge einfach den Schildern. Ja, ich bezweifle es. Ich bezweifle, dass wir tatsächlich nach Blueville können. Da geht's zu einer Karotte. Wozu habe ich den Superball bekommen? Das ist für ein Rätsel später, nehme ich an. Ich ziele gar nicht auf die Tierchen selbst hier, sondern einfach auf die Umgebung, damit sie getroffen werden.
Die rollen auch gar nicht. Früher sind die gerollt. Deswegen nannte ich sie Rolfi. Aber trifft die gar nicht mehr zu. Das sind keine Rolfis. Rolfiecher. Oh. Eine Diamantspitzhacke wird hier benötigt. Für die Mine. Ich habe Angst, meine Spitzhacke kaputt zu machen. Ich brauche eine schöne Diamantspitzhacke. Wenn du mir eine bringst, kannst du Kristalle aus meinem Hinterhof haben. Okay. Kein Problem. Ich besorge dir eine Diamantspitzhacke. Ich weiß nur noch nicht wie. Okay. Was haben wir hier? Hui. Hier haben wir eine Spitzhacke. Okay, jetzt müssen wir so nur noch Diamanten machen, ne? Kann ich das hier irgendwie wegziehen? Nein. Ja, wie komme ich jetzt wieder hier hoch? Achso, ha, Moment. Ich habe ja Werkzeuge. Die Werkzeuge helfen mir hier aber nicht. Hilfe? Ich bin gefangen. Ah, Moment mal. Nee, okay. Ich dachte ursprünglich, dass das das macht. Gut, die Tür eindrücken funktioniert nicht. Ja, was nun? Das hat wenig gebracht. Ich habe hier nichts, an dem ich mich festhaken könnte. Hier auch nicht. Jetzt ist die Tür auch noch weggeglitscht. Ich bin mir halbwegs sicher, dass das ein Bug ist und ich mich eigentlich dort festhalten können müsste, weil das Holz ist. Das Problem ist, wenn es ein Bug ist, weiß ich nicht, wie ich ihn gelöst bekomme. So nicht. Ist das ein Bug oder bin ich doof? Ich will beides nicht ausschließen. Wir gehen zurück zum Hauptmenü. Und gehen wieder rein. Das hier haben wir doch schon gelöst. Achso, ja, okay. Hier geht's lang. Gut. Und die ganzen Tierchen sind auch schon tot. Die Nicht-Rolfis. Da haben wir einen Käse. Ich weiß nicht, warum wir dort einen Käse haben. Also. Nee, hier kann ich mich nicht mit verbinden. Okay, es ist kein Bug. Ich habe nur nicht damit gerechnet, dass ich hier tatsächlich Minenarbeiter werde. Okay. Oh, und ich nehme an, die Spitzhacke geht nach einer Weile kaputt. Deswegen die Sorge, dass seine Hacke eben kaputt geht, ne? Sehr schön. Die Hacke ist weg, aber wir holen uns einfach eine neue.
Ernsthaft? Der Schalter ist weg. Die haben mir meinen Schalter geklaut. Und meine Spitzhacke. Okay, das hier sollte uns einfach nur die Mechanik beibringen. Hoppala. Während ich noch nicht mal die Magnetmechanik drauf habe, wie es aussieht. So, schauen wir uns mal oben um. Okay, wir kommen nicht weit genug. Warum steht denn der so da? Hallo. Ich habe 3 riesen Stahlkugeln im Haus. Sie sind sehr schwer. Bist du stark genug, um sie rauszuholen? Vielleicht. Hoppala, Entschuldigung. Er hat wirklich Riesenteile. Okay, gut, dann schauen wir mal. Okay. Meine Magnete kommen nicht weiter. Ich kann sie nicht schieben. Schießen bringt nichts. Gegenhauen bringt nichts. Verbinden kann ich sie nicht. Wir behalten es im Hinterkopf. Da ist einer durch den Splatter-Damage gerade gestorben, den ich nicht mal gesehen habe vorher, weil er von der Seite reinkam. All diese schwarzen Brocken kamen vom Himmel runter und nun ist hier alles voller Monster. Okay. Du bist viel zu schwach. Sprich mit dem grün gekleideten Typen, wenn du Hilfe brauchst. Okay, grün gekleideter Typ. Kein Problem. Der da ist nicht grün gekleidet. What the heck, ist wirklich tot? Ja, ich denke schon. Die Glühfliegen haben all unser Gemüse gegessen. Sie lieben Karotten und Kürbisse so sehr. Okay. Okay. Ach, Glühfliegen sind das noch. Ich hielt das für Bienen oder so und hatte Angst. Die Glühfliegen scheinen von sehr hell leuchtenden lila Lichtern angezogen zu werden. Kannst du sie irgendwie weglocken? Ich wüsste nicht wie. Oh, ich wüsste wie. Hinweis, der Force Cube ist nicht hell genug, um Fliegen anzuziehen. Danke für den Hinweis. Ich hätte schon gesehen, dass er nicht funktioniert. Also das dürfte es eigentlich nicht sein. Nee, auch nicht hell genug. Okay, gucken wir uns auch später noch an, nehme ich an. Ich kann das hier nicht zum Mehrleuchten bringen, indem ich raufhaue, oder? Nee. War ja nur eine Idee. Schauen wir uns mal im Laden um und wenn wir damit fertig sind, beenden wir die Folge. So, Max-Münzen plus 1,5 brauchen wir gerade nicht und wir haben nicht so viel Geld bei. Deswegen Blaster-kritische Chance plus 5%, nicht schlecht. Munitionsauffüllgeschwindigkeit plus 66%. Ist okay, aber nicht die 250 Grad wert. Regeneration plus 45, das ist gut. Schwert-kritische Chance plus 5%. Okay, Regeneration, wichtig. Blaster-kritische Chance plus 5, sehr wichtig. Damit sind wir bei 10%. Und so, das holen wir uns noch. Jetzt haben wir noch 113. Wir nehmen uns noch das hier. Jetzt können wir 810 Münzen sammeln. Ich denke, das ist gut so. Und ja, dann würde ich sagen, war's das für die Folge schon. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinterlasst Kommentare und adios.